Guten Tag. Wir werden heute Bier testen. Dafür werde ich jetzt gleich in die Küche verschwinden und der Malle für den Malle Bier servieren. Natürlich unkenntlich, der weiß nicht, welche Sorte das ist. Ihr habt die einmal gerade schon alle gesehen, die wir zur Verfügung haben. Und der Malle wird dieses Bier dann bewerten. Und dann wird sich am Ende herauskristallisieren, welches das beste Bier ist. Genau. Für den Malle. Die Pisser, die hatten kein 5,0. Ja, und danach tauschen wir die Rollen und ich serviere dem Dennis Bier und er bewertet. Und dann gucken wir mal, wer am Ende den besseren Geschmack hat. So, Bier. Also das hat auf jeden Fall einen leichten Biergeruch, wenn man sich wie halt Bier so riecht, ne? Also, Also wir werten von 1 bis 10, wobei 10 das Beste ist. Riecht auf jeden Fall leicht nach Bier. Schmeckt halt so typisch nach Pilz einfach, wenn man jetzt so direkt nichts im Vergleich hat. Das, der erste Schluck ist ziemlich penetrant. Also dann geht das eigentlich ganz gut runter. Also 5,9 schmeckt wässriger, schmeckt ein bisschen penetranter. Also ich würde sagen, das ist eins der günstigen. Aber nicht so gut wie die davor. Ja. Gib dem eine 5. Würde ich nicht den ganzen Tag trinken, gebe ich eine 4. Oh, das riecht schon mal nicht so streng. Das hat nicht so einen. Es hat nicht so einen, so einen intensiven Geruch wie gerade. Ein bisschen mehr Schaum, glaube ich, würde ich was behaupten, oder? Man riecht halt. Das hat andere gerade vorne, also hat so. Vorne und hinten, sag ich immer. So, der Anfangsgeruch ist sehr. Ja, riecht intensiver als. Im Nachgang. Das schmeckt, als hätte das schon zu lange offen gestanden. Weiß ich nicht. Nachdem ich wieder rülpsen musste. Das erinnert mich an meine alten Zeiten. Das könnte vielleicht Hansa oder Paderborner sein. Weiß ich nicht. Das ist schon irgendwie sehr hart im Abgang. Also dafür würde ich nur eine 3 geben. Aber ein ekligen Nachgeschmack, wie ich finde. Nicht so geil. Ausgedrungen wird es trotzdem. Bier ist Bier. Gib dir eine 4. Gleich das kommt mir vom Geruch bekannt vor. Auch wieder also viel Schaum. Ähnlich wie gerade. Dann ist es schon. Aber nicht so. Hat nicht so ein. Fühlt immer Geruch. Schlechter. Keine Ahnung. Ich kenne halt nur 5,0. Sehr viel Kohlensäure. Nicht geil, auf jeden Fall. Weiß ich nicht, ist auch sehr streng. Ja, eine 4 für geben. Das sind 3. Schmeckt, riecht nach Bier. Boah, ist aber sehr kohlensäurelastig irgendwie. Das kann ich auch nicht austrinken, ey. Da gebe ich nur eine 2, ey. Oh, krass, okay. Das ist nicht geil. Ja. Das könnte ich nur trinken, wenn ich besoffen bin. Du sollst halt nicht koksen. Sehr nussig, pilzig, keine Ahnung. Ist auch mehr wässrig. Ja, würde ich vielleicht so zu einer 6 tendieren. Hier, das nächste. Yum, yum. Aus wie Morgenurin. Riecht wie welcher. Nee. Gibt auch nur eine 2. Bier, lecker! Ja, Bier ist ja auch lecker, aber so viele Sorten durcheinander, ey. Magen sagt tschüss. Riecht. Hat fast gar keinen Geruch. Also. Ich habe gerade meinen Geruch verloren, kann natürlich auch sein. Ja, einen leicht herben Abgang. Ja, das ist eine 7. Auch sehen tun die echt alle gleich. Ich verrate nichts. Manche riechen halt ein bisschen strenger, manche ein bisschen weniger. Also es hat auf jeden Fall. Und dann gibt es welche, die sind ein bisschen so Kohlensäure. So einen leichten Uringeruch, so, muss ich echt sagen. Also wirklich so, wirklich so ganz leicht. Gerade habe ich mit 3 bewertet, ne? Mhm. Nur noch einen vierten Schluck. Boah.
Besser als das ist eine 1, Alter. Das ist ja wie mein Urin. Boah, das geht gar nicht. Boah, weißt du, wie dein Urin schmeckt? Ja, das wüsstest du gern. Ja, gerade war echt abartig. Hier mal wieder mit einer Schaumkrone. Geil! Dieser Geruch erinnert mich immer an meine Jugend. Ich bin wieder 14. Yeah! Ja. Wie viele Sorten haben wir jetzt noch? Nach dem hast du noch 3. Ich bin, glaube ich, kein Biertrinker außer 5,0. Ich weiß es nicht. 5. Sehr gelb, hier bin ich am meisten drauf gespannt, wie du das bewerten wirst. Wenig Geruch, wie ich finde. Das ist aber urinfarbener als die anderen. Doch ein bisschen herb, aber wenig. Boah, also, riecht das riecht gar nicht. Urin, Alter, so einen stechenden Namen, nenne ich das jetzt einfach mal. Ja, ich probier mal. Das riecht echt mal. Hast du da reingepisst? Das ist doch deine Pisse, Mann. Dafür halt nach Urin riecht. Das ist gar nicht herb. Ah, weiß ich nicht. Das ist schwierig, ey. Ich brauche aber zwei. Eine zum Giveaway und eine zum Giveaway. Das andere ist jetzt die Frage. Das ist, glaube ich, auch kacke. Das ist auch schwierig dann. Ich gebe dem mal 6, aber ich kann mich dann 5 einstellen. So, jetzt haben wir so viele Biersorten auf einmal genommen. Kommt, weil da so viele sind. Vorletzte. Ja, kein Schaum. Entweder bist du jetzt Barkeeper oder Bier schäumt einfach nicht. Nee, aber als Barkeeper musst du eigentlich auch eine gute Schaumkrone kennen. Das riecht leicht nach Bier halt, wie ein Bier. Aber wäre schlecht, wenn Bier nach was anderem riecht. Aber hat auch irgendwie so eine leichte Met-Schnaps. Irgendwie riecht das so ein bisschen stechig. Ein bisschen nach mehr. Nein, natürlich nicht. Okay, nehmen wir mal einen Schluck. Das ist auf jeden Fall wieder mehr Kohlensäure als gerade. Noch schlechter als die 1, oder? Und fast gar keinen Geschmack mehr. Weiß noch nicht. Weil irgendwie schmeckt es im ersten Moment wie ein Mineralwasser. Das Anfangsgeschmack. Und dann so kommt da so ein leichter, ranziger Nachgeschmack von, keine Ahnung, alter Socken. Sieht man das noch nicht, nein. Da kommt Socken. Ah, keine Ahnung, eine 2. Das ist ohne 6. Das hat kaum Geruch, muss ich sagen. Kennst du, weißt du, wenn du beim Haken musst, also, den Teppich runtergehst, wo die Toiletten sind? So riecht es nicht. Gar nicht, echt. Also am Anfang echt kurz, aber. Guck mal, ist auch kein Schaum, weil ich habe Pizza. Ja. So, dann probier ich mal. Das riecht auch Pizza. Keine Ahnung, Mann. Das schmeckt so ein bisschen wässrig, so das typische Hagenbusch-Bier. So, das schmeckt mir sogar. Nicht so herb. Also, das wird bestimmt keine, mit Stufenschuss geschmeckt, meiner Meinung nach. Aber das schmeckt mir ganz gut. Den gebe ich eine 6. Ich kriege eine 3. Da ist dann auch Schluss. Bah. Ja, krass. Hätte ich nicht gedacht, dass ich auf die Billigprodukte stehe und die aus meiner Jugend sogar noch wiedererkenne. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich auf die ganze Markenplörre stehe oder Zeltins als das beste Bier abstempel. Ja, krass, ey. Übel finde ich auch, dass ich wirklich Trojan Simon, das gute Treugott Simon, als Nummer 1 Bier rausgenommen habe. Ja, wie gesagt, Zeltins, Krombacher, eigentlich, wo ich gedacht habe, ist eins meiner Lieblingsbiere, fast auf den letzten Platz verdammt oder mit. Auf den letzten Platz, verdammt, ja. Das war auf jeden Fall unsere blinde Bierverköstigung. Genau. War schon krass, so viele Biersorten durcheinander zu trinken. Aber lasst mal ein Follow da, gebt den Daumen nach oben, vergesst nicht die Glocke zu drücken, damit ihr auch das Stream-Video genau. Nicht verpasst. Und den Kanal zu abonnieren. Genau. Und wenn ihr Bock habt, schaut mal im Stream vorbei oder besucht malle666.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.